kann mich noch aus meiner Kindheit an den Katechismusunterricht erinnern. Bei uns war es kein Religionsunterricht, sondern echt Katechismus noch. Und er war nicht in der Schule am Anfang, sondern wirklich in der Pfarre. Das war immer mühsam hinzukommen und ja, es war auch nicht immer einfach, das alles zu lernen, weil ja, da gab es keine richtigen Noten. Wozu soll man das lernen? Aber nichtsdestotrotz, ich war dabei, hatte eh keine Wahl, wurde dahin geschleppt und dann abgeholt. So waren die Zeiten damals. Man hat uns nicht um unsere Meinung gefragt, sondern ja, das gehört zum Leben und Schluss. Und im Nachhinein ist es gar nicht so schlecht. Aber in diesem Katechismusunterricht hat man uns unter anderem vieles über Gott erzählt. Das ist eine gute Sache eigentlich. Und dabei hatten wir auch so solche schönen Bücher gehabt. Ich kann mich erinnern, dieser Katechismus war grün bei uns. Und da gab es auch Bilder. Und auch wenn es nicht so gut ist, gab es da auch so Bilder mit Geschichten über Gott und so weiter. Und dabei hat man auch Gott irgendwie abgebildet. Das erste Bild, an das ich mich erinnere, ist, dass da ein ziemlich muskulöser Mann in den 60ern sitzt, mit einem schönen Rauschebart, ganz weiß, und ja, da strahlt Kraft aus von ihm. Ein schönes Bild, aber es trifft auf Gott nicht zu. Gott ist so nicht. Und dann haben wir weitergelernt und irgendwann hat man uns irgendwas erzählt, da gibt's eigentlich, Gott ist der dreieinige Gott. Um das zu verdeutlichen und auch zu erklären, wie das möglich ist, hat man uns Gott neu abgebildet. Und da wurde es ein bisschen abstrakt. Man hat uns ein Dreieck hingemalt mit einem Auge drinnen und wir wussten überhaupt nicht, wo wir sind. Ja, aber auch du hast irgendwelche Bilder davon, wie Gott ist. Also wir Menschen sind so gestrickt, dass wir uns irgendwas vorstellen müssen, wenn wir glauben wollen. Und das ist eine gute Sache im Grunde genommen, auch wenn sowohl die Bibel wie auch die Theologie uns lehren, wir sollen uns keine Bilder von Gott machen. Und mit diesen Bildern handeln wir auch. Also so wie du Gott siehst, wie du ihn vor Augen hast, so wie du ihn dir vorstellst, so handelst du auch als Christ. Viele Christen haben sich früher und tun es immer noch heute, Gott vorgestellt als einen, der nur darauf schaut, dass du stolperst und dir dann eine reinhaut. Na, Gott ist ein zorniger Gott. Gott ist auch zornig, aber nicht so. Er kann zornig sein. Und aus dieser Angst heraus vor einem so strafenden Gott haben sie auch dann gelebt. Und das war nicht immer ein angenehmes Leben. Könnt ihr euch vorstellen. Es gibt verschiedene Bilder von Gott. Manche stellen sich Gott so vor wie auf den vielen Jesusbildern. Ein ziemlich junger, fescher Mann, lange Haare, so ein schöner Bart und überhaupt ziemlich männlich und sieht gut aus und strahlt Güte aus den Augen. Und dann lesen diese Christen in der Bibel, wie Jesus Dinge sagt, wehe euch, wenn ihr das oder jenes tut, ihr seid dem Tod geweiht, wenn ihr so lebt. Ja, dann bröckelt schon das Bild wieder. Jesus nimmt heute drei Jünger mit auf den Berg. Und das sind nicht irgendwelche Jünger, sondern wirklich der Kern vom Kern, das Beste vom Besten. Crème de la Crème der Jünger sozusagen. Er nimmt nicht von den 72, die bei ihm waren, nicht die 12, sondern drei, nur drei. Petrus, Jakobus, Johannes. Und diese haben auch ihre Vorstellungen. Das kann man in der Bibel schön nachlesen, besonders wenn man ein bisschen über Petrus liest, wie er ist. Er hat seine Vorstellungen. Jesus soll das Volk Israel retten. Der ist der Messias, der soll die Römer vertreiben. Und was sagt Jesus zu diesem Gottesbild? Weg mit dir, Satan.
Aber Petrus ist irgendwie unbeirrt und geht weiter. Und auch die anderen zwei Jünger. Aber wie sie auf diesem Berg sind, sie sehen etwas von dem, was Gott ist. Jesus wird vor ihren Augen verwandelt. Nicht nur das, da erscheinen noch Mose und Elia, die zwei, die für das jüdische Volk den Messias ankündigen. Also wenn sie kommen, ist der Messias da. Und was macht Petrus und die zwei anderen? Sie wollen Hütten bauen auf einem Berg. Erstens, Jesus hat selber gesagt, der Menschensohn braucht keine Hütte. Also mit anderen Worten, aber er braucht sowas nicht. Und wozu auf einem Berg? Das ist nicht bewohnbar. Und für Mose und Elia eine Hütte, die sind ja schon tot, die sind bei Gott, die brauchen keine Hütten. Man sieht, die drei Jünger haben ihre Vorstellungen von dem, was richtig ist, was Gott eigentlich will von ihnen, und sie liegen ziemlich falsch. Auch das Volk Israel ist so. Die ganze Geschichte, wenn wir die Bibel lesen, gibt es da so Ereignisse. Das Markanteste ist an dem großen Berg, wo Mose die 10 Gebote erhalten hat. Vielleicht hat jemand von euch jetzt am Wochenende die 10 Gebote wieder gesehen, glaube ich, auf Dreisat war es. Also ich mag den Film nicht, der ist echt kitschig, aber egal. Gott ist einer, der sich an diesem Berg offenbart. Und die Israeliten, die erleben Gott wirklich in all seiner Gewalt, Größe und Kraft. Da bebt der ganze Berg und die sagen, nö, wir wollen da nicht hin, also Mose, geh du. Na, also wir bleiben da unten, ganz schön brav und ja, du rede mit dem da. Und er überließ sie Aaron, seinem Bruder, kommt runter mit den 10 Geboten, hat lange mit Gott geredet. Und was sieht er da? Naja, die haben sich auch ein eigenes Bild von Gott gemacht. Irgendein armseliges Kalb aus Gold. Und sie handeln auch danach, sie werden untreu. Welche Gottesbilder trägst du in dir? Welches Bild von Gott hast du? Und du kommst nicht drum herum. Du wirst immer irgendein Bild von ihm haben. Und das ist nichts, was dich daran hindern könnte, Jesus nachzufolgen. Wir haben in der ersten Lesung von Abraham gehört, der auch nicht unbedingt der Klügste war. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Wenn man seine Geschichte liest, also der hat auch nicht viel verstanden von dem, was Gott zu ihm sprach. Er wollte sogar seine Frau da eigentlich verkaufen, damit er einfach geschützt bleibt. Obwohl Gott ihm zugesagt hat, dir und deiner Familie wird nichts geschehen, nichts zustoßen. Und trotzdem handelt er so dumm. Aber in der Bibel, wenn du wirklich diese großen Gestalten nimmst, zu denen gehört Abraham. Jetzt heute wird er noch Abraham genannt in der Lesung, weil es noch vor einem großen Ereignis ist. Oder den Petrus oder die anderen Jünger. Wenn du sie dir anschaust, jeder von ihnen hat irgendwelche Bilder von Gott im Kopf. Und alle liegen ziemlich falsch. Und sie handeln auch aus dieser Überzeugung, wie Gott ist, heraus. Aber warum werden sie als Glaubensvorbilder in der Bibel uns vor Augen gestellt? Weil sie immer gehandelt haben, nach dem, wie sie Gott auch erfahren haben. Das sind ziemlich unkomplizierte Leute. Mose, Abraham, all die Propheten, Elia ist auch ziemlich einfach gestrickt und der Petrus, das ist, glaube ich, der einfachste der Jünger. Wenn Gott zu ihnen spricht, dann überlegen sie nicht, ob es gut ist oder falsch oder ob es mit meinem Gottesbild übereinstimmt, sondern sie machen es.
Jesus sagt zu Petrus, halt mal deine Klappe, und Petrus hört zu. Sagt ihm, mach das oder jenes, er macht es. Gott sagt zu Mose, geh auf den Berg, er fragt nicht lange, also der hat so seine Zweifel, aber er lässt sich leicht überzeugen zu Dingen, die ziemlich unsinnig sind. Auf einen Berg hinaufzusteigen, der Feuer und Asche spuckt, ist nicht besonders das Klügste, was man machen kann. Aber Mose geht einfach, weil er Gott erfahren hat. Also die Einladung heute ist folgende für uns alle. Schau, wo du Gott in deinem Leben erfährst. In deinem Nächsten, in dieser Welt um dich herum, in dir selber. Und wenn du siehst, dass Gott zu dir spricht, durch das Wort Gottes, in der Bibel, durch die Ereignisse, handle danach. Überleg nicht lange, ob es richtig, falsch, gut oder schlecht ist oder ob man es noch besser machen könnte. Das bringt nichts. Die ganze Theologie kannst du in die Tonne hauen, wenn du nur am Schreibtisch sitzt. Nur reden über Gott bringt nichts. Handeln aus dieser Erfahrung, aus dieser Gotteserfahrung heraus, das verändert die Welt. Und das ist das, was für die Nachfolge entscheidend ist. Nicht so sehr dieses Überlegen, wie Gott ist, ob er mir zürnt oder sonst was. Wenn du überzeugt bist, du hast Mist gebaut, geh zu Beichte, ist einfach. Wenn du überzeugt bist, du handelst richtig, dann handle einfach. Wenn du die Not deines Nächsten neben dir siehst, versuch ihr abzuhelfen. Und überleg nicht, wie könnte der Staat dafür sorgen, dass diesem Menschen es besser geht. Außer ich bete für Gott, dass es diesem Menschen besser geht. Ja, manchmal geht nicht anders. Manchmal kannst du jemandem nicht mehr helfen oder hast keine Mittel dazu. Aber versuch zu handeln, nicht zu überlegen. Du wirst sehr oft Fehler machen, aber die machst du sowieso, ich auch. Das braucht uns nicht zu beunruhigen, sondern beunruhigen soll einen Christen eine Sache, wenn man nur über Gott redet und nichts tut. So versuch in dieser Woche vielleicht etwas aus dem Glauben heraus zu tun, ob es diese Werke in der Fastenzeit, Gebet, Fasten, Almosen ist ganz wichtig, oder etwas anderes. Gott ruft dich, damit du ihm nachfolgst. Höre seine Stimme und handle danach, was du gehört hast.